Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Es ist ein paar Tage her, dass ich noch in dem Buch von Griesinger gelesen habe. Müsst ihr mir verzeihen, weil ich habe letzte Woche einen schweren Erkältungsanfall gehabt, der mich teilweise meiner Stimme komplett beraubt hat. Ich habe trotzdem mit Brett Norman nochmal eine Stunde eine Aufnahme gemacht, ich glaube am Samstag oder so, und oder am Freitag, Samstag, und da ist meine Stimme also sowas von weg gewesen, dass ich Angst hatte, dass ich meine Stimme ganz verliere. Und konnte ich wirklich nicht mehr sprechen, deswegen habe ich jetzt schon einige Zeit nicht mehr in dem Buch was lesen können. Und wenn man da weniger drin liest, ja, dann kommt man natürlich auch weniger gut drin rein. Ja? Also mit der Frakturschrift ist es ja so eine Sache, muss ich ja immer noch ein bisschen lernen, bin ich immer noch nicht perfekt drin. Bevor ich heute das Video anfange zu machen, also zu lesen, darin, möchte ich eben mal kurz eine Leserzuschrift, also einen Kommentar eines meiner Abonnenten beantworten. Ich habe da gerade eine E-Mail von reinbekommen und dachte von, das kann man ja schön hier jetzt in diesem, wie heißt das schon hier, in diesem Video kann man das ja schön beantworten zu Anfang. Daniel Penske schreibt hier, Joggler66, guten Abend, ich hätte da mal eine Frage. Ich habe mich neben den Vorlesungen auf diesem Kanal ein wenig mit dem, ich nenne es mal, Gerücht beschäftigt, dass Martin Luther ein Rosenkreuzer gewesen sein soll. Zumindest sein Wappen lässt darauf schließen. Jetzt ist es nur so, dass nach all dem, was ich mittlerweile über die Reformation und Luther weiß, auch bezüglich der angeblich und bereits entkräfteten Judenfeindschaft, Luthers mich diese Sache doch irgendwie umtreibt, und da wollte ich mich erkundigen, ob dazu vielleicht nähere Informationen vorliegen, wie diese Behauptung als absurde Jesuitentheorie widerlegen, um Luthers Wirken für das wahre Christentum schlecht zu machen. Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Also, da kann ich ja nur dazu sagen, was ich da bis jetzt immer zugesagt habe zu diesen Luther-Videos, oder in den Luther-Videos zu diesen Stellungnahmen, dass Luther schlecht gemacht wird. Meines Erachtens ist das hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass man natürlich versucht, immer, wenn man den Bericht nicht anfallen kann, dass man dann den Berichtgeber anfällt, also Charakter anfällt. Da sind die Jesuiten ja Meister drin, ja, in dem Morden eines Charakters. Und sicher von einem Menschen, der fast 500 Jahre verstorben ist inzwischen, da ist es ja umso leichter, um den hinterher zu diffamieren. Mit König James wird ja genau dasselbe gemacht. Und ich habe ja letztens das Buch gelesen auf meinem Kanal in Englisch, Did the Catholic Church Give Us the Bible, von David W. Daniels. Und da wird ja auch deutlich gemacht, dass diese ganzen Gerüchte über King James später von Jesuiten erst gestreut wurden, eben um den König James zu verunglimpfen und damit eben seine Bibel weniger glaubwürdig zu machen. Und ich muss da gar nicht groß nachforschen. Mich interessieren diese ganzen Dinge nicht, ob Martin Luther ein Rosenkreuzer gewesen sein soll. Oder was, das interessiert mich wirklich feuchten Kehricht, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Mich interessiert, welche Arbeit Luther gemacht hat. Ja? Das ist genau wie mit Calvin zum Beispiel. Von Calvin bin ich sehr enttäuscht gewesen, weil ich in dem Buch History of the Inquisition von Philip von Limbosch, was ich auch auf diesem Kanal lese, also auf meinem zweiten Kanal, gelernt habe, dass Calvin tatsächlich diese eine Person, ich komme jetzt im Augenblick nicht mehr auf seinen Namen, dafür gesorgt hat, dass der vor einem römischen Tribunal erscheinen musste, ja, also fast vor einem Inquisitionsgericht erscheinen musste und auch zum Tode verurteilt wurde. Und dass Calvin da seine Finger ganz deutlich mit im Spiel hatte, und das ist eine absolut unchristliche Sache. Genauso bin ich auch davon überzeugt, dass Martin Luther sehr viel römisch-katholische Unreinheit noch in seinem Leben hatte oder in seiner Lehre. Man muss sich ja nur mal den Katechismus von Martin Luther angucken. Es fängt damit an, dass im Katechismus von Luther, wie im römisch-katholischen Katechismus, das zweite Gebot gestrichen ist. Du sollst dir keine Abbildung machen. Luther hatte viele Lehren auch, also viele Lehren, die er vertreten hat, die römisch-katholisch beeinflusst waren, die nicht 100% sola scriptura waren. Und das muss man einfach so sehen. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, Luther wurde 1520 exkommuniziert und hat 1520 bis 1546, als er gestorben ist, also knapp 26 Jahre, unter dem Bann gelebt. Das heißt, unter dem Fluch der römisch-katholischen Kirche war ein vogelfreier Mensch, den jeder hätte zu jeder Stunde ermorden und abschießen können. Ja? Aber nicht getan hat.
Wahrscheinlich wohl, weil der Herr da seine Hand drüber hatte. Und er hat ihn zu sich gerufen, als Martin Luther seine wichtigsten Arbeiten erledigt hat. Das letzte Buch, was er veröffentlicht hat, habt ihr ja gelesen. Das ist ja bei mir in der Videoreihe von Luther 2017 in der Abspielliste mit bei. Wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, wo der Papst als Antichrist deklariert wird, auf über 100 Seiten in diesem Buch. Und sehr interessant zu lesen. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich die Lesung von mir anschauen oder das Buch selbst besorgen. Also ob er jetzt Rosenkreuzer war oder nicht, ich sage da immer nur zu, ich messe die Leute an ihren Taten. Und die Taten, die ich von Martin Luther heutzutage immer noch sehe, das ist seine Bibel. Das ist die Bibel, die 1534 das erste Mal erschienen ist. Ich habe sie jetzt nicht hier, die steht im Wohnzimmer, im Nebenzimmer. Die habe ich letztens zugeschickt bekommen. Altes und Neues Testament von 1534 mit viel Zeichnungen da drin, in einem wunderschönen alten Deutsch, was man natürlich auch erstmal lernen muss zu lesen. Und das ist die vollständige erste Bibel von Martin Luther. Das Neue Testament hat er ja 1521 übersetzt auf der Wartburg, aber eine vollständige Bibel hat er erst 1534 rausgebracht, nämlich mit dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Basierend auf den masoretischen Texten für das Alte und auf dem Textus Receptus für das Neue Testament. Und das sind die richtig überlieferten Texte. Wer sich da Fragen zu stellt, muss das Video gucken in Englisch. Did the Catholic Church give us the Bible? Ich mache aber auch hier im Deutschen auch demnächst eine Lesung über die Bibel. Das kann ich euch ja eben zeigen, wenn ihr das wollt. Da muss ich nochmal eben Platz machen hier auf meinem Computer, dass ich da rankomme. Wo ist das hier? Textus Receptus. Das hier. Das ist der zuverlässige Text des Neuen Testaments. Textus Receptus und die Veränderungen in den modernen Bibeln. Das ist ein PDF von 43 Seiten. Das werde ich auch lesen und als Video natürlich dann veröffentlichen. Ja, das ist ja die Absicht, wenn ich irgendwas lese, dass ich es auch als Video veröffentliche. Und da kann man sich dann auch so seine eigenen Gedanken drüber machen. Und nun jetzt nochmal abschließend die Frage von, wo ist das denn hier, die E-Mail, von Daniel Pensky zu beantworten. Also, ob er Rosenkreuzer war oder nicht, ist mir ziemlich wurscht, weil was ich von Luther behalten habe, sind seine Taten. Die Taten ist seine Übersetzung der Bibel. Seine Taten ist dafür zu sorgen, dass es die, dass es das Konzil oder Diät zu Speyer gab, 1529, wo Melanchthon und die anderen aufgetreten sind vor dem Kaiser und sich geweigert haben, ihr Haupt zu beugen vor dem Papst, dass in 1530 mit der Augsburger Konfession eine Glaubenskonfession im Grunde ins Leben gerufen wurde, die sich an der Bibel und nicht an der Lehre des Menschen orientiert. Dass natürlich auch hier und da Fehler waren bei Martin Luther, wie gesagt, das gebe ich ja gerne zu. Der Mensch war ja nicht perfekt. Wer ist denn das schon? Ja, die Bibel sagt, dass wir alle geboren sind in der Übertretung und Sünden und dass wir alle zu kurz tun an der Herrlichkeit des Herrn. Kein einziger von uns ist rechtschaffen. Das heißt es auch in der Bibel. Das war mit Martin Luther auch nicht. Aber wie gesagt, wenn man eben es schafft, mit diesen ständigen Attacken auf Martin Luther zu diskreditieren, und Martin Luther wird hier als Vater der Reformation dargestellt, was er nicht war, dann kann man natürlich die ganze Reformation damit in den Müll treten. Und das ist genau das, was die Jesuiten wollen. Und jeder, der an solchen, lass uns mal sagen, Propagandaspielchen hier Martin Luther oder irgendwelche anderen Reformatoren zu verunglimpfen mitmacht, der muss seine Verantwortung darüber gegenüber dem Herrn ablegen. Dem wünsche ich dann viel Spaß. Ich kann Martin Luther nicht ins Herz schauen, das könnt ihr auch alle nicht, aber wir können sehen, dass er die Bibel damals übersetzt hat und verbreitet hat und dass durch die Übersetzung ins Deutsche und die Verbreitung der Bibel in Europa die Menschen damals sich dem Joch des Antichristen haben entfremden können, dass sie es haben abwerfen können, dass viele Könige abgesetzt wurden. Ja gut, das passierte nicht immer unblutig, das weiß ich auch, aber es ist nun mal so, dass wir keine wirkliche biblische Regierung hier auf dieser Erde jemals in Gang setzen können. Deswegen hat Jesus Christus ja gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Erde. Wenn mein Reich von dieser Erde wäre, dann würden meine Leute für mich kämpfen.
Okay, seine Leute kämpfen für ihn hier, aber wir können hier nicht das Königreich Jesu Christi errichten auf Erden. Das ist unmöglich. Das sehen wir daran, dass es keine einzige rechtschaffene Regierung gibt. Und wie umtrieben die Jesuiten im Allgemeinen sind und welche Agenda sie genau verfolgen, dafür mache ich ja auch diese Buchlesung hier von Griesinger. Ja? Und deswegen nur mal eben zu dieser Beantwortung hier an Daniel Pensky. Also, wie gesagt, Rosenkreuzer, habe ich auch schon mal gehört. Hat Martin Luther ein Wappen? Weiß ich nicht. Habe ich mir noch nie mal darum gekümmert, dass der Mensch auch ein Wappen hat. Also, das finde ich sowas von unwichtig, so die ganzen Sachen. Martin Luther war für mich ein Mönch. Ja? Also ein Mensch, der sich erstmal dem Leben im Katholizismus verschrieben hatte, der ein Augustinermönch war. Und der von daher sich allen weltlichen Gelüsten mehr oder weniger entsagt hat, also was Reichtum und solche ganzen Sachen angeht, ob er Rosenkreuzer war oder was. Also ich kann da nichts zu sagen, weil ich das nicht weiß und ganz ehrlich gesagt interessiert es mich auch nicht. Ich messe Martin Luther, wie auch die anderen Reformer, ich messe sie an ihren Arbeiten, an dem, was sie erreicht haben. Ich messe doch einen Henry Cretton Guinness oder einen James Edgett Wiley oder einen Henry Charles Spurgeon. Die messe ich doch an den Sachen, die sie erreicht haben mit ihren Predigten. Das ist wie mit Ian Paisley, der jetzt auch erst kürzlich verstorben ist, vor wenigen Jahren. Ich glaube, vor 2 Jahren oder so. Ich hatte da noch ein Video drüber gemacht. Der irische, oder besser gesagt, der nordirische Priester, der 1984 im Europaparlament Papst Johannes Paulus II. Als Antichristen ausgerufen hatte und dann rausgeschmissen wurde damals. Ja? Solche Leute messe ich an ihren Taten. Und das sind die Taten, die davon registriert sind. Und natürlich versucht eine Organisation wie die Jesuiten, die sich dazu verschrieben hat, den Protestantismus, das Wort Gottes, die Bibel, auf dieser Erde zu vernichten, die gebrauchen alle möglichen Mittel, um das zu diskreditieren. Und wenn wir dann, anstatt den Leuten, die diese Arbeit machen, mal den Rücken zu stärken, denen in den Rücken fallen, desto lieber haben wir es, die Jesuiten. Und sagen, von seht ihr, wieder einer dafür gefallen. Die Leute glauben eine Lüge, die tausendmal erzählt ist, leichter, eine Lüge, die einmal, nein, eine Lüge, die tausendmal erzählt wurde, leichter als die Wahrheit, die einmal gesagt wurde. Das ist nun mal immer so. Und da fängt einer an, irgend so ein Gericht in die Welt zu setzen. Und ich weiß nicht, wo im Lebenslauf von Martin Luther soll er denn jemals irgendwo Rosenkreuzer gewesen sein, als er Augustinermönch war. Und so früh bereits schon da in Wittenberg anfing zu studieren und seinen Lebenslauf da gemacht hat. Also ich bin da in den ganzen Studien, die ich gemacht habe, niemals irgendwas gegengekommen, was für Rosenkreuzer sprach. Und dann noch, ich messe ihn an seinen Taten und dabei möchte ich es jetzt belassen. Also ich hoffe, dass ich damit deine Frage, Daniel Pensky, gut genug beantwortet habe. Und wie du selbst sagst, diese als absurde Theorie widerlegen, um Luthers Wirken fürs wahre Christentum schlecht zu machen. Das ist genau der Punkt. Und es geht nicht nur um Luthers Wirken für das wahre Christentum schlecht zu machen, ja, wie er hier schreibt, wie ihr hier sehen könnt. Es geht nicht nur um Luthers Arbeiten darum, sondern es geht um jeden Protestanten darum. Ja. Erinnert euch nochmal an das Buch von Alle Wege führen nach Rom. Da habe ich doch auch verschiedene solche Dinger vorgelesen, wo es darum ging, wo dann gesagt wurde, wie zum Beispiel da die katholischen Heiligen gefeiert werden und die protestantischen Heiligen werden totgeschwiegen. Ja, wie Oliver Cromwell zum Beispiel in England oder sonstige Leute, ja, von denen kein Mensch mehr heute weiß. Ja. Von daher, okay, wollte ich eben diese E-Mail kurz beantwortet wissen, bevor ich jetzt hier zu der Lesung komme. Mal eben gucken, wie lange sind wir denn jetzt schon in dem Video? Es war jetzt eine Einleitung von, ja, gut eine Viertelstunde. Entschuldigung dafür, aber das musste ich mir wirklich mal nehmen, um dem Herrn Penske darauf zu antworten, das zu antworten, was ich bereits früher geantwortet habe. Ich werde ihm nachher schriftlich antworten, dass er sich seine Antwort abholen kann in der 12. Lesung des Buches von Karl Theodor Griesinger, wo wir jetzt heute lesen. Wir sind immer noch im ersten Kapitel, die jesuitischen Missionen in fernen Weltteilen, die jesuitischen Missionen in Asien, am Teil 12. Da hier ist Fragezeichen ist hier, weil ich noch keinen Titel habe. Den werde ich mir ausdenken während der Lesung. Und da werden wir jetzt heute fortfahren auf Seite 133 in dem PDF, wie wir hier sehen. Der erste Satz war erledigt. Wir fahren genau da fort, wo wir letztes Mal aufgehört haben.
mit dem ersten vollständigen Satz auf Seite 115 im Buch oder 133 in dem PDF. Und nehmen wir das wieder auf. Und wie gesagt, ich habe ein paar Tage nicht mehr gelesen und bitte von daher zu entschuldigen, wenn ich mit der Frakturschrift hier und da vielleicht nochmal nicht ganz so flüssig bin, wie ihr das sonst von mir im Lesen gewohnt seid. Demgemäß beeilten sich nicht wenige der oben genannten Unterkönige, die Loyaliten so freundlich als möglich aufzunehmen und ihnen nach dem Grundsatz »eine Hand wäscht die andere« so viel Vorschub, als sie nur immer konnten, zu leisten. Ja, einige von ihnen ließen sich sogar selbst taufen, durch welches Beispiel die Untertanen natürlich verleitet wurden, ein Gleiches zu tun, und verbanden dann mit der Taufhandlung meist größere Schenkung von liegenden Gründen, also Boden ist das dann, auf welchen die Jesuiten sich bleibend ansiedeln, respektive Kollegien und Residenzen anlegen konnten. Also liegende Gründe ist im Grunde Grund und Boden. Ja, man nennt das im Flämischen, sagen wir, onroerend Gut. Ja, von daher liegende Gründe, das ist ja ungefähr dasselbe so. Sagt man heute, glaube ich, nicht mehr. Ne, zu Grundstücken und Boden, zu Grundstücken. So erfahren wir zum Beispiel vom Könige von Omura, dass er den Jesuiten anno 1562 die Stadt Vukurirura mit allen Dörfern auf 2 Stunden in einer Runde eigentümlich überlassen habe. Auf 2 Stunden, ja, okay. Und wenn andere Fürsten auch nicht gerade so weit gingen, so überließen sie den Missionären wenigstens die sämtlichen Klöster, nach welchen es dieselben gelüstete. Kurz also, die Jesuiten erlangten nach wenigen Jahrzehnten eine außerordentliche Macht in Japan. Selbst in Miyako, dem Sitz des Dairi, errichten sie ein Kollegium nebst einem Noviziate. Und wie sie sich deren einmal bewusst waren, so benutzten sie sie dazu, um den ihnen feindseligen Regenten damit zu drohen. Was sage ich? Zu drohen! Das ist ein viel zu gelinder Ausdruck. Denn von Drohen kam es nur oft zum Handeln. Das heißt, die schwarzen Kutten verleiteten die bekehrten Fürsten zum Angriff auf die Nichtbekehrten und verwendeten ihre ganze Macht dazu, den Ersteren zum Siege zu verhelfen. Also, ganz getreu ihrem Motto, das wir aus dem Eid der Jesuiten kennen, ja, ein Land zu infiltrieren, das in Ruhe und Frieden lebt, und es anzusetzen zu kriegerischen Handlungen gegen seine Nachbarn. Genau das, was wir im Jesuiteneid gelernt haben, bestätigt sich hier in 22 Jahre nach Gründung des Ordens in Japan. Ganze Bände voll könnte man von diesen Machinationen, also von diesen Umtrieben, von diesem immerwährenden Schüren und Hetzen der Japanesen gegeneinander schreiben. Und die Folge davon war, dass die damalige Geschichte von Japan nichts ist als eine fortlaufende Reihe von Aufruhren, Empörungen, Kriegen und Niedermetzelungen. Jeder dieser Bruderkriege aber und jeder dieser Empörungen verhalf den Jesuiten zu neuen Triumphen. Und endgültig brachten sie es sogar so weit, dass 3 von ihnen begehrte Könige, nämlich die von Bungo, Arima und Omura, unter ihrer Führung anno 1585 eine glänzende Gesandtschaft auf den damals regierenden Papst Gregor den 13. abordneten, um dem Haupte der Christenheit ihre Huldigung darzubringen. Ja, Papst Gregor der 13. 1585 ist derjenige, der 1582 den gregorianischen Kalender eingeführt hat. Ja? Um dem Haupte der Christenheit ihre Huldigung darzubringen. Das war ein Ruhm. Ha. Wahrhaftig, solche Resultate konnten alle übrigen Orden zusammen nicht aufweisen. Allein der Papst erwies sich auch dankbar und verbot sofort durch eine eigene Bulle allen sonstigen Mönchen und Geistlichen, Zitat, bei Strafe des großen Bannes ohne ausdrückliche Erlaubnis des Heiligen Stuhls nach Japan zu gehen, um da selbst irgendeine geistliche Verrichtung, welche es auch immer sei, auszuüben. Also, mit anderen Worten, der Papst gibt hier den Jesuiten
carte blanche, ja, absolute Handlungsfreiheit für Japan und erklärt in einer Bulle, dass es absolut verboten ist für jeden anderen römisch-katholischen Mönchsorden, um sich in Japan niederzulassen. Hierdurch wurde Japan den Jesuiten zur ausschließlichen Ausbeutung überlassen. Und dass diese sich eine solche außerordentliche Bevorzugung zu benutzen verstanden, wird man sich wohl denken können. Doch was gewann dadurch das Christentum? Da müssen wir immer, diese Frage müssen wir natürlich differenziert verstehen. Wenn hier die Frage steht, was gewann dadurch das Christentum, da müssen wir uns einerseits fragen, was gewann dadurch der Katholizismus, der ja nach außen hin als das Christentum wahrgenommen wird und auftritt, was hat der dabei gewonnen und was hat das Christentum, das wahre Christentum, das bibeltreue, Jesusfolgende Christentum dabei gewonnen, das wird wohl eher was verloren haben. Aber wenn ich diesen Satz so lese, doch was gewann dadurch das Christentum, und wenn wir jetzt weitergehen hier und weiterlesen, dann müssen wir uns davon bewusst sein, dass wir das Christentum hier auf zwei Arten und Weisen mal verstehen müssen. Und wenn er da vom Christentum spricht, dann müssen wir sehen, okay, was hat die römisch-katholische Kirche auf der einen Seite, die sich als Christentum ausgibt, davon gewonnen? Und auf der anderen Seite, was hat das wahre Christentum davon gewonnen oder eher wahrscheinlich im Gegenteil verloren? Weil wenn der römische Katholizismus hier irgendetwas gewinnt, dann verliert nur das wahre Christentum. Sicher nichts oder vielmehr eitel Schaden. Denn das von Jesuiten auf Japan gelehrte Christentum hatte von diesen nur den Namen, nicht aber auch den Inhalt, wie dies auch schon daraus erhält, dass die Loyoliten für die Japanesen ein eigenes Leben Jesu fabrizierten, in welchem sie den Sohn des Weibes eines Zimmermanns in Purpur zur Welt kommen, als König Judas herrschen und auf dem Paradebett einer in aller Monarchenglorie sterben ließen. Hier eine kleine Fußnote dazu. Also, der Jesus, den die römischen Katholiken, die Jesuiten halt, die römischen Katholizismus ja predigen, diesen Jesus, den die versucht haben, den Japanern zu verkaufen, der kam bei den Japanern anscheinend gar nicht gut an. Was hat damit das Christentum verloren? A. Das wirkliche Christentum an Glaubwürdigkeit. Und B. Der römische Katholizismus hat auch nicht besonders viel gewonnen, anscheinend. Da gehen wir mal kurz in die Fußnote rein. In der schreibt der Autor: In den Jahren 1633 bis 1636 bereisten die frommen Geistlichen Antonius St. Marie, Franz von Alameda und Jean-Baptiste Morales auf Befehl des Papstes den ganzen Orient. Und in ihrem Berichte steht es schwarz auf weiß, dass es den Japanesen von den Jesuiten gestattet war, alle frühere Götzendienerei fortzutreiben und das Christentum nur heimlich zu üben. Die Jesuiten leugneten dies auch gar nicht, sondern erwiderten vielmehr, die Apostel hätten den belehrten Juden und Heiden gegenüber dieselben Mittel ausgeübt. Naja, da muss man ja nur mal die Epistel von Paulus lesen und dann sieht man, dass das eine grobe Lüge ist, ne? Noch weniger geschah für die Erziehung der getauften Japanesen, sondern man ließ denselben geflissentlich den alten Aberglauben nebst all ihren verdorbenen Sitten und Lastern der Wollust. Weit schwerer als nach Japan wurde es den Jesuiten bis nach China vorzudringen, denn dieses Reich war für alle Fremden selbst fest verschlossen und das gewaltige Tor wollte sich weder durch List noch durch Gewalt öffnen lassen. Franz Xavier selbst starb, wie wir wissen, angesichts seiner einladenden Küsten und ebenso erging es noch mehreren seiner Ordensbrüder, insbesondere den Patribus Michael Ruggieri und Pazio, welche sich 30 Jahre hindurch abmühten, von Goa oder Macau aus den chinesischen Felsen, wie sich Bruder Aliganano ausdrückte, zu ersteigen. Aber endlich sollte diese schwere Aufgabe doch einem von ihnen gelingen. Und zwar dieser eine sein, und dieser eine kein anderer, und zwar war dieser eine kein anderer als der berühmte Matthias Ricci. Ja, die Familie Ricci, da gibt es ja nun, glaube ich, viel drüber zu sagen.
Also, ich muss das ja jetzt gar nicht mal nachchecken, ob das jetzt der ist. Denn solche Namenszufälle gibt es in der römisch-katholischen Hierarchie nicht. Wenn hier einer Matthias Ricci heißt, dann ist der garantiert von derselben Familie, aus der später im 18. Jahrhundert Lorenzo Ricci vorging, der General der Jesuiten, zur Zeit der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Und ein weiterer Verwandter von ihm war der Scipio di Ricci. Und da lese ich ja in der Zukunft auch noch die Memoiren des Scipio von Ricci, der ja Erzbischof war in Norditalien. Ja. Also, der berühmte Matthias Ricci, dem gelang es dann endlich, um in China reinzukommen. In demselben Jahre geboren, in welchem Xavier starb, nämlich am 6. Oktober 1552, sein Geburtsort war die Stadt Macerata in Marc Ancona, zeigte er schon sehr frühe große Anlagen und ging, nachdem er sich in den alten Sprachen gehörig umgesehen, anno 1568 nach Rom, um da die Rechte zu studieren. Dort lernten ihn die Jesuitenpatres, insbesondere Laynes und Salmeron, also Brüder der ersten Stunde der Jesuiten, kennen, und ihren fortgesetzten Bemühungen gelang es, den hochbegabten Jüngling für ihren Orden zu gewinnen. 19 Jahre alt wurde er Novize im Collegium Romanum und begann dort den gewöhnlichen Kursus durchzumachen. Allein bald erkannte der Pater Baligano, der damalige Vorstand des Novizhauses, dass der junge Matthias ein besonderes Talent für die Mathematik und Mechanik besitze, und er war nun erfreuter als die Herren Jesuiten. Patres. Seit mehreren Jahren schon fahndeten sie nach einem solchen Talente, denn aus den von Indien und Japan einlaufenden Berichten hatte ihr General in Erfahrung gebracht, dass die vornehmeren Chinesen eine besondere Vorliebe für die sogenannten exakten Wissenschaften, nämlich für die Mathematik, die Chemie und die Astronomie, sowie auch für die mechanischen Künste hätten, und dass jeder, der sich hierin ungewöhnlich auszeichnete, bei ihnen bald zu hohen Ehren gelangte. Darum wurde es auch sofort beschlossene Sache, einen mit derartigen Kenntnissen wohl ausgerüsteten Jesuiten im Gewande eines chinesischen Gelehrten ins Reich der Mitte zu senden. Und war es nun nicht natürlich, dass die Leiter des Ordens hoch aufjubelten, als sie endlich das längst gesuchte Talent fanden? Augenblicklich wurde also das Studium der Theologie bei Ricci auf die Seite geworfen, um dagegen den Unterricht in der Mathematik, Chemie und Astronomie zu beginnen, und man bot zu diesem Behufe die berühmtesten Lehrer und Professoren, deren es damals in Rom gab, auf. Überdem unterwies man den jungen Novizen in allen mechanischen Künsten, so besonders auch in der Kunst, physikalische Instrumente zu verfertigen, und selbst die Uhrmacherkunst ward nicht vernachlässigt. Ricci aber begriff alles mit einem wunderbaren Genie und war ebenso wohl in der Praxis wie in der Theorie. Trotzdem brauchte er volle 8 Jahre, bis er sich vollständig ausgebildet hatte, und nun erst schiffte er sich nach dem Oriente ein. Doch auch jetzt noch nicht unmittelbar nach China, sondern vorerst nach Goa, dem Haupt- und Mittelpunkt der asiatischen Mission, also in Indien. Hier, in dem Kollegium des heiligen Paulus, sollte die letzte Hand an seine Erziehung gelegt werden, und insbesondere sollte er hier die chinesische Sprache so gut erlernen, dass er fähig wäre, für einen Eingeborenen des himmlischen Reiches gehalten zu werden. Er tat es mit unermüdlichem Eifer, und endlich, nach weiteren 4 Jahren, wurde er auch damit fertig. Jetzt aber ließ er sich durch nichts mehr zurückhalten, sondern schiffte sich im September 1583 in der Kleidung eines Lama oder Pho-Priesters. Pho ist nur ein anderes Wort für Buddha, und ein Lama, der Pho-Priester, bedeutet also in China dasselbe, was Bonze in Japan. Als solcher schiffte er sich nach China ein, wo er sofort in einem kleinen Seehafen mit Namen Chaozhou ans Land stieg. Nach Kanton nämlich
aber in eine ganz in eine andere große Seestadt wagte er sich für den Anfang nicht, aus Furcht für einen Europäer erkannt zu werden, sondern er hielt es vielmehr fürs Klügste, recht unbedeutend von unten herauf anzufangen, und deswegen hatte er auch jenes bescheidene Lama-Gewand angezogen. Die ersten Jahre brachte er damit zu, dass er der Jugend Unterricht in der Mathematik sowie in den übrigen von ihm erlernten Wissenschaften erteilte, und bald gewann er sich dadurch das Zutrauen seiner Umgebung. Auch wusste er einige höher gestellte Gelehrte und Beamte, dieselben hießen in China Mandarinen, für sich zu interessieren, indem sie eine geografische Sp Karte vom himmlischen indem er eine geografische Karte vom himmlischen Reich entwarf, was etwas in China bis jetzt Unerhörtes war. Für seinen eigentlichen Zweck aber, das ist für die Bekehrung der Chinesen zum Christentum, also zum Katholizismus, bitteschön, wagte er vorderhand nicht viel zu tun, wenigstens nicht öffentlich, sondern er begnügte sich vielmehr damit, dass er in den Zwischenpausen seiner Lehrstunden einige Punkte des christlichen, also katholischen Glaubens mit einfließen ließ, und zwar lauter solche, die mit den religiösen Ansichten der Chinesen nicht im Widerspruche standen. Auch das müssen wir eben hier verstehen, ist nicht so schwer. Die Chinesen, haben wir ja gelernt, haben den Buddhismus gefrönt, ne? Der Buddhismus aus Japan, lernten wir ja, der kam aus China. Und der Buddhismus ist eben auch eine heidnische Religion, die ihre Ursprünge in Babylon hat. Nicht der Buddhismus an sich jetzt, aber die Tradition darin, der Gebrauch von Rosenkranz, der Gebrauch von Kerzen, der Gebrauch von Statuen, der Gebrauch von Prozessionen, der Gebrauch von Klöstern, von Mönchen. Entschuldigung. Der Gebrauch von Mönchen, all diese ganzen Dinge sind Gleichnisse, die der Buddhismus mit der römischen Katholizismus, mit dem römischen Katholizismus gleich hat. Dass da die Schriften des Buddhismus und der Buddha selber, der ja erst ein paar hundert Jahre vor Christus selbst gelebt hat, natürlich nicht aus Babylon kommt, das weiß ich auch. Aber es geht eben um das ganze Drumherum in der Lehre des Buddhismus. Und hier steht dann nochmal ganz deutlich, dass man eben solche Dinge des katholischen Glaubens mit eingeflossen hat oder mit hat einfließen lassen, die die Chinesen nicht in Widerspruch standen. Also, wenn ich zum Beispiel die Lehre des Rosenkranzes damit einnehme oder die Lehre von irgendwelchen Abbildungen oder Prozessionen, muss ich mir was trinken, Entschuldigung, dann stehe ich mit meinen Lehren nicht im Widerspruch zu den Chinesen und kann damit ihr Vertrauen gewinnen. Das ist ja genauso wie in der Zeit nach dem, nach der Konstantin damals, das Christentum zur Staatsreligion in Rom erklärt hat, wie er die Heiden dazu bekommen hat. Da auch gesagt, ihr bringt eure ganzen heidnischen Götter, nehmt ihr mit. Und Zeus, ja, der heißt jetzt Paulus. Und Venus, ja, die heißt jetzt Maria. So einfach ist das. Und hier ist es genau das Gleiche. Das mit dieser Strategie sind die Jesuiten immer und überall erfolgreich gewesen. Nicht nur die Jesuiten, die römisch-katholische Kirche an sich. Die Jesuiten machen hier genau das Gleiche, was der römische Katholizismus bereits seit über 1000 Jahren gemacht hat. In jenem großen Reiche gab es nämlich damals und gibt es auch jetzt noch, also in Mitte des 19. Jahrhunderts, zwei Religionssysteme, welche nebeneinander bestehen, ohne sich gegenseitig anzufeinden. Und jedes dieser Systeme besitzt das gleiche Recht der Existenz. Jedes wird vom Kaiser und seinen Beamten auf gleiche Weise beschützt. Dass eine derselben, die Buddha-Religion oder wie man in China sagt, Religion des Fo, lernen wir bereits von Japan her. Das kennen wir bereits von Japan her, hatte ich ja gerade eben gesagt. Und ich habe daher nichts mehr darüber zu sagen, als dass seine Anhänger sich hauptsächlich unter dem gemeinen Volke befinden. Und das ist die Religion der Vielgötterei, der Mönchs- und Nonnenklöster, des Wunder- und Aberglaubens. Auch hier gehen wir mal kurz in eine Fußnote rein. Als ein drittes Religionssystem wird nicht selten noch der sogenannte Tao-Glaube oder die Religion des rechten Wegs genannt. Allein dieses System ist längst mit dem Buddhismus oft gänzlich verschmolzen, und ich glaubte daher nicht,
Zeiler noch insbesondere erwähnen zu müssen. Nein, da stimme ich dem Griesinger mit zu. Wenn eine solche Religionsform mehr oder weniger einer anderen aufgeht, da muss man das nicht nochmal extra beschreiben. Aber wir lesen hier halt, dass der Buddhismus, die Buddha-Religion, eben auch die Vielgötterei war. Ja, das ist was anderes, ist ja das Heidentum auch nicht. Wie viele hunderte Götter haben sie nicht in der römischen heidnischen Religion und in der griechischen heidnischen Religion? Ja. Vielgötterei, Mönchs- und Nonnenklöster, Wunder und Aberglauben. Das andere Religionssystem ist das des Konfuzius, oder besser gesagt Konfuze. Und sein Inhalt besteht aus einer reinen Moral, welche mit der des Christentums ungemein viel Ähnlichkeit hat. Ja, das ist mit dem Ursprung mit dem Buddhismus auch so. Buddha hat ja auch etwas gelehrt, was Christus auch gelehrt hat, mehr oder weniger. Ich setze hier die Buddha Jesus Christus gleich. Ich will nur sagen, auch Buddha hat eine Morallehre vertreten, die man ja ganz gut glauben kann. Also ich habe selbst den Padarama oder wie das heißt, davon Buddhismus nicht gelesen. Aber mein Freund Perry Winkel, der Holländer, der aus Arnhem kommt, der hat mir da eine ganze Menge drüber erzählt. Und der bringt mir dann manchmal irgendwelche Sätze von dem Buddha, dass er sagt, so, was sagst du denn jetzt dazu als Christ? Sag ich, ja, das ist nicht schlecht. Nur es basiert sich natürlich nicht auf der Wahrheit, es basiert sich nicht auf der Bibel, es basiert sich nicht auf dem Glauben an den einen Vatergott und seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus. Das ist immer der Nachteil damit. Aber vernünftige Dinge sagen die schon. Denk doch nochmal zurück an letztes Jahrhundert. Mahatma Gandhi, der hat auch viele interessante Sprüche gelassen. Ja, viele Dinge von seiner Lehre der Gewaltfreiheit und sowas. Das war ja alles richtig. Das war ja auch irgendwie, ich sag mal zwischen Anführungszeichen, christlich. Nur es war halt nicht auf dem Christentum basiert. Also, der Konfuzius hat hier also eine Morallehre gehabt, die als Religion unter Konfuze in China gelebt hat. Auch erweisen die Anhänger dieses Systems, also des Konfuziums, und unter diese gehören meist alle Gebildeten, sowie insbesondere auch der ganze Hof, nebst den sämtlichen Mandarinen von der niedersten bis zur höchsten Stufe, dem Stifter desselben göttlichen Ehre, obwohl sie zugeben, dass er ein bloßer Mensch gewesen sei, verwerfen dagegen alle Abgötterei nebst den Wundern und sonstigen heidnischen Religionsausguss. Unter solchen Umständen nun war es dem Ricky leicht, die im Katholizismus niedergelegten moralischen Grundwahrheiten in seinen Unterricht mit einfließen zu lassen, ohne bei irgendeinem Chinesen anzustoßen. Und er konnte sogar so weit gehen, express für die Chinesen einen christlichen, also einen katholischen Katholizismus zu verfassen. Denn alles, was in diesem Büchlein stand, harmonierte vollkommen mit der Lehre des Konfuzius. Dagegen aber hütete er sich gar wohl, irgendeinem seiner Schüler etwas von der Dreieinigkeit oder von der Geburt und Himmelfahrt Christi oder von der Erlösung oder von sonst einem christlichen Mysterium zu sagen. Und in dem bewussten Katechismus war ohnehin alles derartige weggelassen. Das ist nun mal eben eine Aussage, die müssen wir mal eben unterstreichen und die müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. In dem bewussten Katechismus war ohnehin alles derartige weggelassen. Alles derartige was? Dreieinigkeit? Okay, das kann man da gerne weglassen, weil Dreieinigkeit ist eine römisch-katholische, babylonische Lehre und keine christliche Lehre. Aber die Geburt und Himmelfahrt Christi oder von der Erlösung oder von sonst einem christlichen Mysterium zu sagen, das wurde alles weggelassen, weil es aus dem Katechismus weggelassen war. So, und wenn man dann jetzt mal mit Leuten spricht, die sich heutzutage Katholiken nennen, die meistens die Bibel nicht lesen, sondern die von Beginn auf an den Katechismus eingetrichtert bekommen. Da stehen dann diese ganzen Dinge eben auch nicht drin.
weil der römische Katholizismus eben nicht will, dass man das wirkliche Christentum entdeckt, sondern sie wollen nur, dass man das Christentum entdeckt, für was die Katholischen, für was die Katholiken sich selbst verkaufen, dass sie sind. Das ist ein anderes, eine andere Art Christentum. Ja? Das ist genau das, wovor der Apostel Paulus gewarnt hat. Wenn jemand zu euch kommt und er erzählt euch ein Evangelium, das nicht von uns kommt, das anders ist, und selbst wenn er ein Engel ist, glaubt ihm nicht. Ja? Und das ist genau das, was die römisch-katholische Kirche macht. Die erzählt ein anderes Evangelium, nicht das Evangelium der Apostel, nicht das Evangelium der Bibel, sondern das Evangelium von sich selber erzählen sie. Und natürlich haben sie hier in China alles weggelassen, um natürlich keine Aufmerksamkeit oder Verdacht zu erregen, dass sie irgendwelche, sage ich jetzt mal, Häresien lehren würden. Aber das ist ja dasselbe, was sie in ihrer ganzen untergeordneten Struktur auch machen. Überall, jeder Katholik lernt ja den Katechismus, lernt ja nicht die Bibel. Ja? Und das muss man sich, deswegen muss man sich diesen Satz mal wirklich eben auf der Zunge zergehen lassen. Wo sie meinen, dass sie damit anecken, lassen sie die Lehre weg. Da sitzen wir dann auch wieder bei der esoterischen, also der inneren und der exoterischen, der äußeren Lehre. Ja? Und die meisten normalen Mitglieder der römisch-katholischen Kirche bekommen die innere Lehre nicht gelehrt, sondern die bekommen die äußere Lehre gelehrt. Die bekommen gelehrt, Jesus ist geboren am 25. Dezember und deswegen feiern wir Weihnachten. Und er ist Ostern gestorben, deswegen legen wir Ostereier. Weil Jesus da aus dem Grab rauskam und wie er den Stein auf die Seite gerollt hat, genau wie ein Ei aufbrechen. So kam Jesus aus dem Ei raus. Das habe ich euch erzählt im Ostervideo, müsst ihr jetzt nicht lachen. Ist da ja tatsächlich drin. Deswegen machen die das so. Der Papst, der eine Papst hat ja sogar dann Gebet gemacht, um die Eier zu essen und für das Ei zu beten. Ja? Diesen ganzen Quatsch. Diese ganze äußere Lehre, das ist das, wovon der Vatikan, wovon die römisch-katholische Kirche im Grunde lebt. Und damit kriegt es natürlich so viele Leute in ihren Bann mit reingezogen. Sind ja hier jetzt die Chinesen, die sagen auch von, alles, was der uns hier erzählt, das haben wir bei uns ja auch alles. Ja, dann ist ja dem seine Religion im Grunde gar nicht anders als unsere. Ja, dann ist sie ja gar nicht so schlecht. Dann können wir die ja genauso gut annehmen. Weil das ist ja ein sehr gelehrter und ordentlicher Mensch, der uns hier diese Karte vom Himmel macht und der uns Mathematik lehrt und all die ganzen Sachen, was der Lehrer hier der Jesuiten ja tut. Also, alles, was in dem Katechismus war, war die Sache, die keinen Anstoß erweckt bei den Chinesen. Alles, was Anstoß erwecken würde, ist aus dem Katechismus weggelassen. Und deswegen ist der Katechismus für die römisch-katholische Kirche das wichtigste Lehrmaterial, das sie überhaupt haben. Wenn man das wegnimmt, dann haben sie nur noch die Bibel über und dann glaubt keiner mehr den Katholizismus, dann laufen sie alle weg, weil sie endlich begreifen, dass römischer Katholizismus kein Christentum ist. Man sieht also, fährt der Autor fort, dass er mit einer doppelten Klugheit verfuhr. Einmal, indem er vom Christentum nur so nebenbei hier und da etwas einfließen ließ, und zum anderen, indem er dieses Christentum den chinesischen Begriffen anpasste, mit anderen Worten, indem er es chinesisch ummodelte. Das ist genau das, was ich bereits gesagt hatte, was 321 mit Konstantin eben auch passiert ist. Man sieht immer wieder diese Parallelen. So gelingt es den Leuten, sich da einzuschleichen, Vertrauen zu erwecken, und sich einzuschmeicheln bei den Statthaltern. Nachdem nun übrigens Ricky verschiedene Jahre lang in Chaozhou und umgebend gewirkt und sich mit den chinesischen Sitten und Gewohnheiten hinlänglich vertraut gemacht hatte, ging er ins benachbarte Königreich Jiangsu, oder wie soll ich das aussprechen? Hier Qiang, das kann ich ja lesen. Und dann hier Jiangsu, sagen wir mal, Jiangsu, sowie etwas später nach Ranking, ja, und trat da in der reichen Kleidung eines Schriftgelehrten der Konfuster-Religion, also der Konfuzius-Religion, ne, der Konfuster-Religion auf, indem er zugleich als Arzt praktizierte. In letzterer Eigenschaft wurde er mit einem Mandarinen sehr hohen Ranges bekannt, der ihn seines kranken und von den chinesischen Medizinern falsch behandelten Sohnes wegen rufen ließ. Und da es ihm gelang, diesen Sohn herzustellen, also zu heilen, so lud ihn der Mandarine zu sich nach Peking, der Hauptstadt des chinesischen Reiches, ein. Das war es, was Ricky schon längst zu erreichen gestrebt hatte.
und er folgte also dem Rufe anno 1595 mit dem freudigsten Eifer. Auch wusste er sich unter den Fittichen seines hochstehenden Protektors bald mit der vornehmen Welt in der Residenz bekannt zu machen, und jedermann staunte über die merkwürdigen Kenntnisse, die er an den Tag legte. Insbesondere übrigens trachtete er danach, sich Freunde bei Hof zu erwerben, um durch diese bei dem Kaiser selbst eingeführt zu werden. Und damit er diesen Zweck umso gewisser erreiche, begegnete er selbst den Geringsten mit einer kriechenden Schmeichelei, während er es bei den anderen, je nachdem ihr Charakter war, mit Präsenten und Bestechung versuchte. Endlich, aber erst anno 1601, erzählten einige von der nächsten Umgebung Bankis, so hieß der damalige Kaiser, dem letzteren so viel von den Merkwürdigkeiten, die der gelehrte Ricky besitze, wie namentlich von einer Glocke, die von selbst schlage, dass der Monarch begierig wurde, das Wunderwerk zu sehen und den Besitzer derselben vor sein Antlitz zu bringen, und befahl. Ricky erschien und brachte dem Monarch nicht nur die selbst schlagende Glocke, das heißt eine von ihm verfertigte Schlaguhr, die sehr schön aussah, sondern auch noch einige andere, namentlich physikalische Seltenheiten, von denen man in China bis jetzt nichts gewusst hatte. Er brachte sie aber natürlich nicht zum bloßen Beschauen, sondern er legte sie dem Monarchen als Präsent zu Füßen, und dieser war so erfreut darüber, besonders über die Uhr, dass er nach der gnädigen Entlassung des verkleideten Jesuiten mehrere Stunden damit zubrachte, den Gang des Räderwerks zu besehen, die Zeiger umzudrehen und mit dem Glockenschlage zu lauschen. Ja, damit nicht zufrieden, befahlen seine Majestät sofort, seine Frauen nebst der Kaiserin Mutter herbeizuholen, damit diese das Wunderwerk ebenfalls beschauen können. Und nun ging der Jubel erst recht los. Allein, oh weh, durch das ewige Betasten, Schlagen lassen und Aufziehen kam das künstliche Werk in Unordnung und blieb sofort plötzlich stehen. Manqui war trostlos über dieses erloschene Leben und rief dem schnell herbeigeholten Ricci mit kläglicher Stimme zu: »Sie ist tot!« Aber der Jesuit tröstete ihn mit den Worten: »Sie soll wieder leben, wenn der Sohn des Himmels«, so tituliert man in China den Kaiser, »wenn der Sohn des Himmels es befiehlt«, nahm die Uhr mit nach Hause und stellte sie richtig nach wenigen Stunden ohne viele Mühe wieder her. Von nun an hatte Ricky, was man sagt, gewonnenes Spiel. Denn der Kaiser konnte seiner nicht mehr erbehren. Oder vielmehr, Ricky wusste sich seiner Majestät unentbehrlich zu machen. Einmal nämlich benutzte er die Schwachheit des Monarchen für das Uhrenspielwerk, um sie von demselben den Auftrag geben zu lassen, deren noch eine ganze Partie anzuschaffen. Und wie nun die Uhren von den Patribus, die Ricky zugleich von Goa mitverschrieb, begleitet ankamen, so musste er natürlich die Stelle des Uhrenoberaufsehers versehen, denn wer außer ihm hätte diese vielen und verschiedenen Werke aufziehen und in Ordnung halten können? Zum Zweiten zeigte es sich nun, dass der Pater Matthias auch in einer anderen Lieblingswissenschaft des Kaisers gar wohl bewandert sei, nämlich in der Astronomie. Und endlich, zum Dritten, verstand es der kluge Loyolite, nach und nach seine Kenntnisse in der Chemie und Mathematik ebenfalls im glänzenden Lichte zu zeigen. Doch ungewöhnlich viele Begabungen verdienten doch gewiss eine Anerkennung, und Wanzi konnte also nicht umhin, dem Pater die Auszeichnung eines Hofmandarinen, das ist eines höheren Hofbeamten, zu geben. Überdem schenkte er ihm ein großes Haus in der Stadt, um darin ein Kollegium zu errichten, und begabte dasselbe mit großartigen Einkünften, also versah es mit großartigen Einkünften, denn es sollen darin Astronomen, Mathematiker, Chemiker, Optiker und andere Künstler aller Art erzogen werden. Ein christliches Kolleg war es also nicht,
und überhaupt keine Erziehungsanstalt für zukünftige Priester, sei es dieser oder jener Religion. Aber eine sehr gelehrte Anstalt war es und eine sehr exquisite dazu, und deswegen sandten auch die vornehmsten unter den Bewohnern Pekings ihre Söhne dahin, damit sie so geschickte Leute würden wie Matthias Ricci und seine frisch angekommenen Gefährten. Ich muss mich entschuldigen ein bisschen für das Stottern beim Lesen hier und da, dass ich mal einen Buchstaben verkehrt kriege. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber das Lesen macht unglaublich viel Spaß. Je mehr man reinkommt, desto besser das ist. Nur allzu viel Zeit haben wir, glaube ich, nicht mehr. Die Stunde ist bald vorbei. Ne? 10 Minuten ungefähr haben wir noch. Wollen wir nochmal fortfahren. Ne? Also, die Vornehmsten unter den Bewohnern Peking schickten ihre Söhne dahin, damit sie so geschickte Leute wie Matthias Ricci und seine frisch angekommenen Gefährten da und Unterricht von bekommen könnten. Natürlich jedoch wurde der christliche Religionsunterricht deswegen doch nicht ganz ausgeschlossen. Nur war es ein solcher, durch welchen die jungen, vornehmen Herren nebst ihren Mandarinenvätern nicht vor den Kopf gestoßen werden konnten. Im Gegenteil, Ricci und seine Gefährten lehrten nur, was Konfuzius auch gelehrt hatte, und wiesen deshalb auch diesen Religionsstifter seinen gebührenden Platz im Himmel an. Ebenso hüteten sie sich wohl, also im Grunde, was wir hier jetzt gerade eben gelesen haben, wiesen deshalb auch diesem Religionsstifter seinen gebührenden Platz im Himmel an, also dem Konfuzius. Mit anderen Worten, sie erheben hier den Konfuzius, der in China wohl mehr oder weniger als ein Heiliger verehrt wird, erheben sie in den Götterstatus. Und sie machen damit genau das Gleiche, was sie halt, wie gesagt, mit Jupiter zu Petrus und mit Venus zu Maria gemacht haben, dass sie jetzt dem Konfuzius hier eine Stelle im Himmel geben, wodurch er eben angebetet werden kann. Weil wozu tue ich einen Menschen in den Himmel? Apotheosis, ja, ist der Fachausdruck dafür, um ihn anbeten zu können. Also das machen sie schon sehr schlau. Ebenso hüten sie sich wohl, die bisherigen Gebräuche und Gewohnheiten der Chinesen irgendwie anzugreifen oder auch nur einen leisen Tadel auf sie zu werfen, sondern sie gestatteten vielmehr ihren Schülern, ganz so fortzuleben, wie sie es bisher gewohnt waren. Dieselben durften zum Beispiel nach wie vor ihre Hausgötzen, wenn sie welche hatten, anbeten. Sie durften dem Laternenfeste, dem Seelenfeste, dem Feste des Phelo und was vergleichen allen Chinesen gemeinsame Religionsfeierlichkeiten mehr sind, nach wie vor beiwohnen. Sie durften bei den Gräbern der Verwaisten opfern und sich, wenn sie krank wurden, mit dem Ruin oder was versehen? Das Wort kann ich hier nicht lesen. Mit dem Ruin versehen. Das ist mit dem geschriebenen Passe. Partout, welchen die Lama-Priester für die andere Welt ausstellten. Mit dem Queen versehen. Ja, das Wort hier, das verstehe ich nicht. Ich kann den ersten Buchstaben schon nicht lesen. Auf jeden Fall mit einem geschriebenen Passe. Partout, also ein Pass für alle Fälle. Ja? Passepartout. Mit dem geschriebenen Passepartout, das muss man also als ein Wort lesen, wie im Französischen, Passepartout, heißt also für alle Fälle, welchen die Lama-Priester für die andere Welt ausstellten. Also mit anderen Worten, wird denen mehr oder weniger ein Zutrittspapier gegeben, um auch im Jenseits sich ausweisen zu können, nach dem Motto. Soweit verstehe ich das hier. Sie durften sogar, wenn sie älter waren, der Sitte der Vielweiberei huldigen und sich Frauen oder Capsweiber nehmen, so viel sie wollten. Ja, selbst ihre eigenen Schwestern durften sie sich ins eheliche Bett legen, wenn sie anders ein Gelüste danach trugen. Und weitläufigere Verwandtschaft bildete ohnehin kein Hindernis für die Heirat. Solches alles und noch viel mehres durften sie tun. Und die Jesuitenpatres machten von all diesen Zeremonien und Sitten, um nicht anzustoßen, den größten Teil selbst mit.
wenn sie sich nur taufen ließen und erklärten, Christ sein zu wollen. Also das ist ja das Gleiche, wie wir letztes in dem letzten Teil gelesen hatten, wo es um diese Liebesdamen ging in Indien, die weiterhin ihre Liebesdienste versehen konnten und damit keine Sünde begangen, da sie ja sich erstens einen Obolus entrichteten an die Jesuiten, also halt ihre Indulgences, ne? Also ihre Abgaben leisteten an ihre Zuhälter, und weil sie sich ja dazu verpflichteten, ihre Freier auszuhören, um Informationen zu versammeln. Das ist hier ganz genau das Gleiche. Lass die Leute alles machen, was sie immer schon gemacht haben. Das Einzige, was sie machen müssen, ist, sie müssen sich taufen lassen und erklären, dass sie Christen sein wollen. Und dann dürfen sie alles machen. So ist das in der römisch-katholischen Kirche. Deswegen akzeptiert die römisch-katholische Kirche ja auch nicht mehr das Gesetz von Jesus Christus, die 10 Gebote. Wir sind ja nicht mehr unter dem Gesetz, sagen sie. Na, das ist ja eine Diskussion, die will ich jetzt gar nicht mehr aufbrechen. Ich als Christ halte das Gesetz ja nicht, weil es mich rechtschaffen macht, sondern ich halte das Gesetz, weil ich meinen Herrn liebe. Ja? Ein ganz großer Unterschied. Aber erretten tut mich das Halten des Gesetzes nicht. Erretten tut mich das Halten des Sabbats nicht. Erretten tut mich das das Ehren meines Vaters und meiner Mutter nicht. Erretten tut mich, dass ich nicht morde, nicht. Erretten tut mich, dass ich in Jesus Christus glaube. Ja? Und eben weil ich in Jesus Christus glaube, habe ich Freude daran, sein Gesetz zu erfüllen, soweit ich das kann, oder seinem Gesetz zu folgen. Und hier im römischen Katholizismus ist es genau anders. Wenn du hier sagst, ich will Christ sein und ich lasse mich taufen, dann ist nach außen hin alles schön, alles prima. Was du da drinnen machst, spielt keine Rolle. Viel Weiberei, das ist also Rumhurerei mit anderen Worten, das ist Ehebruch betreiben, weil eine Ehe ist ja die Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau, auch in China. Ja? So sollte es zumindest sein, weil so wurde es ja von Gott ordiniert, und die Chinesen sind ja auch Menschen, also von Gott ordiniert. Aber die können machen und tun und lassen, was sie wollen, solange sie nur nach außen hin bekehren, sich haben taufen lassen und erklären, dass sie Christ sein wollen. Und dann schreiten die Jesuiten nicht ein, wenn sie all diese ganzen Gräulichkeiten, das kann man ja gar nicht anders nennen hier, machen kann. Inzest mit dichter oder weiter entfernt verlegener Verwandtschaft oder Geschlechtsverkehr haben mit vielen Frauen, also viel Frauerei, wie bei den Mormonen, das ja zum Beispiel auch ist, Capsweiber, was im Grunde nichts anderes ist, als sich Geliebte halten, und sonstige andere Sachen, die sie alle machen dürfen, können sie alles machen, solange sie nur sagen von, ich habe mich taufen lassen und ich erkläre, dass ich Christ sein will. Das ist die Moral, die römische Katholiken heute immer noch haben. Ja. Man macht es ihnen gewiss so leicht und bequem als möglich. Man verlangte gewiss so wenig als möglich von ihnen. Dagegen aber versprach man ihnen so unendlich viel, dass es ein mehr Wunder gewesen wäre, wenn dieselben nicht zugegriffen hätten. Man versprach ihnen für dieses Leben alle Wissenschaften Europas, vermittelt deren Kenntnis sie sich über all ihre Landsleute erheben, vermittelt ihnen Kenntnis, die sich über all ihre Landsleute erheben konnten, so dass für die Zukunft der Kaiser nur aus ihrer Mitte seine Statthalter, seine Generale, seine Minister wählen durfte. Man versprach ihnen für jenes Leben eine ewig andauernde Glückseligkeit und einen so glorisken Sitz im Tien, also im Himmel. Ne? Tien ist das chinesische Wort für Himmel. Das heißt im Himmel oben, dass die übrigen Seelen, selbst die, welche nicht in der Hölle brieten, sie sämtlich darum beneiden mussten. Und für alles das kein weiteres Opfer als die Erklärung, von nun an ein Christ heißen zu wollen? Nein, nicht mehr. Ich wiederhole es. Nur war mit dieser Erklärung auch, wie sich von selbst versteht, die Verpflichtung verbunden, keinen anderen Gewissensrat mehr zu haben, als nur alleine die Jesuitenpatres.
Darin lag die Pointe. Denn wenn die Herren Patres erst die Beichtväter und Gewissensräte einer Familie wurden, dann war es so viel, als wenn sie sämtliche Mitglieder dieser Familie ihnen den Untertaneneid geschworen hätten. So, das finde ich einen sehr schönen Platz, um mit der Lesung für heute zu enden. Wir sind ja auch schon bei einer knappen Stunde angekommen. Und das finde ich wunderbar, um es hiermit zu enden. Das ist ein wunderbarer Satz. Genau darin lag die Pointe. Denn wenn die Herren Patres erst die Beichtväter und Gewissensräte einer Familie wurden, dann war es so viel, als wenn die sämtlichen Mitglieder dieser Familie ihnen den Untertaneneid geschworen hätten. Ich bringe sie, dadurch, dass ich ihnen die Beichte abnehme, in meine Abhängigkeit. Und Abhängigkeit von den Jesuiten ist genau das, was die Jesuiten wollen. Dafür leben sie, dafür missionieren sie, wenn man das so sagen will, um die Leute eben katholisch zu machen, um sie unter ihre Macht zu bekommen, unter ihren Einfluss zu bekommen. Und das machen sie immer, wie man hier auch wieder wunderbar gesehen hat. Sie fangen da immer oben mit an. Und deswegen gibt es immer eine Regierung von oben nach unten, von den Jesuiten. So, ich hoffe, dass meine Stimme einigermaßen in Ordnung war. Meine Nase ist mehr und mehr dicht gelaufen in der Zwischenzeit. Und dann klingt das natürlich nicht mehr so gut, aber Entschuldigung, ich finde es doch wichtig, dass ich trotz dieser Erkältung versuche, die Lesung wieder aufzunehmen, weil ich möchte ja in dem Buch auch gerne weiterkommen. Und es macht so viel Spaß, dieses Buch zu lesen, und ich lerne selber so viel dabei. Und das ist ja eben das Schöne dabei, dass man lernt bei diesen ganzen Lesungen. Dass man hinterher schlauer ist, als man vorher war. Das ist ja mit der Bibel genauso. So, von daher sage ich danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass ich euch zurück fürs Zuhören, fürs Zuschauen und fürs Kommentieren. Und ich hoffe, dass ich euch beim 13. Teil zurücksehe aus der Lesung von dem Buch von Theodor Griesinger, das da von dem Titel her ja heißt, die vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt. Das war Teil 12 und wir sehen uns dann wieder zum 13. Teil ein dieser Tage. Ich hoffe, morgen oder übermorgen spätestens, wenn meine Gesundheit das zulässt. Also, bis zum nächsten Mal. Gottes Segen sei mit euch auf allen Wegen, dass er euch möge behüten und beschützen überall. Und damit melde ich mich ab und sage Maranatha. Exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Let's magnify the Lord so that He is seen more clearly. Psalm 34, verse 3. Let's exalt His name together by living pure and holy. Psalm 34, verse 3. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, exalt His name together.